Freisprechen und Audio-Streaming im Auto mit dem Kenwood KDC BT43U. Das Gerät ist ausgestattet mit 4x50 Watt Grundausgangsleistung für 4 Lautsprecher, Front und Rear. Wir haben auch noch zusätzlichen Cinch-Ausgang auf der Rückseite, wo man dann eben entsprechenden Subwoofer mit einer Endstufe ergänzen kann. Was haben wir noch dabei? Wir haben einen USB auf der Front, wir haben Aux-In auf der Front mit drauf, wo ich alle Klinkengeräte mit anschließen kann. Wir haben natürlich einen UKW-Tuner drin und die CD, habe ich das schon mal gesagt, die CD, auf jeden Fall ist eine CD mit dabei. Wir gehen mal direkt in die Settings rein, um zu zeigen, was das Gerät an Sound-Features hat. In den Setting-Mode kommen wir, indem wir einfach nur auf den Lautstärke-Knopf klicken. Und hier kommt dann auch schon die Auswahl, zum Beispiel Demo-Mode ein- und ausschalten. Den Demo-Mode, den könnt ihr einfach mal pauschal abschalten, so wird das Gerät im Auslieferzustand ausgeliefert. Dass eben Demo an ist, da läuft dann im Display ständig durch, was es alles so kann. Interessiert in der Regel nur ein einziges Mal, bis ich es mal gesehen habe und dann schalte ich es bitte ab. Ansonsten hier mit der Pfeil-Zurück-Taste komme ich immer im Menü ein Step zurück. Und hier kann ich dann eben die anderen Settings machen, Audio-Control. Hier kann ich jetzt den Bass, die Höhen und die Mitten entsprechend einpegeln. Ich habe einen Equalizer Pro mit drin, wo ich also nicht nur den Bass plus minus machen kann und die Höhen plus minus, sondern ich kann tatsächlich mir auswählen, bei welcher Frequenz von dem Bass möchte ich denn lauter und leiser werden, kann sogar noch die Güte eingeben, also mit welcher Bandbreite lauter und leiser gemacht wird. Ich kann also viel mehr auf meine Wünsche eingehen. Das gleiche gilt für den Mitteltonbereich und auch für den Hochtonbereich. Was wir hier noch mit dabei haben, ist die voreingestellten Equalizer-Felder. Da kann ich mir auswählen, was möchte ich. Möchte ich Rock, Pop oder Easy, Top 40, Jazz oder Powerful. Man hört sich das einfach mal an und kann sich dann eins auswählen, indem ich dann einfach wieder auf die Lautstärke-Taste klicke. So. Dann geht es weiter, wir haben einen Bass-Boost mit eingebaut, das heißt, es ist sowas wie ein Loudness, aber eben nur für den Bass, nicht für den Hochtonbereich. Das heißt, bei leise Lautstärken habe ich einfach mehr Volumen in meiner Musik drin, die dann, je lauter ich das Autoradio aufdrehe, auch immer mehr verschwindet die Funktion, weil dann eh viel mehr Kraft auf dem Lautsprecher drauf ist. Das gleiche haben wir dann eben als Loudness, das heißt hier Bass und Hochton hat diese Funktion, bei leise Lautstärken mehr Kraft zu geben. Das ist das Sound-Setting des BT43U. USB beim KDC BT43U, USB-Stick nehmen, anstecken, damit geht das Gerät automatisch in den USB-Modus über, liest bereits die Daten aus und bringt dann den ersten Song vom ersten Folder wieder. Hier geht's los und jetzt kann ich natürlich vorwärts und rückwärts zappen in diesem USB-Stick mit drin und suchen mit der Lupen-Funktionstaste, zum Beispiel hier die Ordner. Ich kann jetzt mir hier meinen Wunschordner aussuchen, sagen, ich gehe hier in meinen Rock-Ordner rein und suche mir einfach meinen entsprechenden Song aus und wähle den wieder aus. Und wichtig dabei, die Musik bleibt im Hintergrund immer so lange am Lautsprecher dran, bis ich mich entscheide, welchen Song ich höre. Ich muss also nicht hier suchen und dann ist kein Sound mehr da, sondern ich kann das einfach nebenbei machen, während der erste Song läuft, mich für den zweiten einfach interessieren und entscheiden. So schaut's aus. Die Display-Taste erlaubt mir, andere Darstellungen am Display anzuzeigen, eben ob ich jetzt zum Beispiel die Uhrzeit, Titel, Artist anzeigen oder eben das Album, den Foldernamen oder eben zum Beispiel die Spielzeit von dem Song und von dem USB-Stick anzeigen zum lassen. Random Play, Zufallsgenerator, natürlich kann das Gerät ebenfalls diese Funktion, dafür gibt es die Taste 3, hier gibt es ein ganz kleines Zeichen, wenn ich hier einmal draufklicke, das gilt für CD und für USB, da wird dann eben ein Song nicht nach dem anderen gespielt, sondern quer nach Zufall auf diesem Folder, das heißt in dem Ordner. Das gleiche kann ich natürlich wieder abschalten, indem ich wieder drauf drücke. So, und jetzt kommt der andere Punkt, lang drauf drücken auf die 3, dann macht der Random Play über den gesamten USB-Stick und separiert es nicht nach Ordner, sondern wirklich da kann ich meinen ganzen Ordner abrufen. Wie immer darf das iPod-Gerät nicht fehlen oder mein iPhone. Easy Pairing heißt das neue Schlagwort bei Kenwood. Es ist noch nie leichter gewesen, ein iPhone mit dem Autoradio zu koppeln. Ich gehe in den USB-Modus, in den Bluetooth-Modus von meinem Handy, ja, damit es auf jeden Fall mal mit Bluetooth aktiviert ist.
nimm mein USB-iPhone-Kabel und steck das einfach an. Damit passiert eins, jetzt schaut es im ersten Moment mal, was habe ich für eine Musik drauf. Und im zweiten Step sagt er jetzt gleich, möchtest du pairen, also mein Gerät koppeln mit USB, Quatsch, mit Bluetooth natürlich. Sage ich ja, Pairing, jetzt pairt es sich bereits, Pairing okay, die zwei Geräte sind miteinander gekoppelt. Damit kann ich jetzt mein USB-Kabel bereits entfernen und einfach mit Bluetooth telefonieren. Mit Bluetooth-Telefonie habe ich noch zusätzlich Bluetooth-Audio an Bord. Das heißt, meine Songs, die hier auf meinem Handy drauf sind, die kann ich direkt hier über das Autoradio wiedergeben, ohne Kabel natürlich, alles per Bluetooth. Ich kann jetzt zum einen in unserem Ordner hier raufgehen und den nächsten Song suchen oder das Ganze steuern über mein iPhone direkt und sag hier, der schaltet es direkt um und hier kann ich sogar sagen, möchte ich meine Tonausgabe über den Car Receiver, also über mein Autoradio oder übers iPhone direkt, ist doch eine nette Funktion. KDC BT43U hier mit dem Mikrofonanschlussstecker, mit dem ISO-Anschluss. Hier haben wir den Anschluss für die Lenkradfernbedienung. Das Gerät lässt sich natürlich auch über die Lenkradfernbedienung vom Fahrzeug bedienen. Wichtig ist ein externes Interface, welches es ebenfalls bei uns im Webshop gibt. In unserer PDF-Liste könnt ihr raussuchen, welches passend für euer Fahrzeug ist. Und dann wird das Ganze nur zwischen reingesteckt und eben hier mit auf diesem Remote-Anschluss mit draufgeklemmt. Ansonsten haben wir hier noch unseren Cinch-Ausgang für Rear-Ausgang oder eben als Non-Fader für den Subwoofer und den Antennenanschluss. Bluetooth-Audio ist also ziemlich einfach zu integrieren mit dem KDC BT43U, welches auch das externe Mikrofon mit dabei hat für eine super Sprachqualität. Alternativ dazu gibt es noch den KDC BT33U, der hat dann aber kein externes Mikrofon im Lieferumfang mit dabei und kann auch kein iPod steuern, sondern eben nur USB-Stick abspielen. Das ist der Unterschied zum 43U. Ich hoffe, ich habe dir helfen können.